Oh, hör Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Loot. Ja, in dem Sinne zu Folge 3, zu der Juli-Loot-Chest, die äußerlich sich natürlich wie immer nicht verändert hat und diesmal sogar ohne Zahl, wie ihr seht. So, aber ich will jetzt gar nicht lange drum rumfackeln, weil ich bin schon so gespannt darauf, was dieses Mal drin ist, dass ich es einfach aufmachen muss. Es tut mir leid. So, machen wir erstmal mit unserem altbewährten Messer den ganzen Spaß auf. So. Und gucken mal, was sich in dieser wunderbaren Kiste befindet. Tab. So, und wir lesen natürlich als erstes wieder Loot Chest. Gib a Geek Subscription Box. Let's Loot. August 2016. Gucken wir mal, was drin steht. Auch uns hat das Pokémon Go aus dem Büro auf die Straße geholt. Natürlich erst nach getaner Arbeit. Dieser Trend wirkt sich natürlich auch auf den Inhalt dieser Loot Chest aus. Alle angehenden Pokémon-Trainer dürfen also gespannt sein. Wie wir auf Facebook schon kurz berichteten, beteiligt sich Loot Chest an der Aktion Trees of Life. Die gleichnamige Organisation unterstützt die Regeneration der Regenwälder auf Madagaskar. Für jeden virtuellen Baum, den Unterstützer kaufen, wird auf Madagaskar ein realer Baum gepflanzt. Die Bäume bieten nicht nur Lebensräume für die Tiere, sondern liefern auch Nahrung, Sauerstoff und zusätzliche Arbeitsplätze und Einnahmequellen für Einheimische. Also lasst uns gemeinsam Gutes tun. Über den Link hier unten könnt ihr dann das Ganze euch auch nochmal genauer angucken. Guckt mal drauf, Leute. Ich finde, das ist eine verdammt gute Aktion. Und wir wollen gar nicht weiter hier drin rumgucken. So, hey, mal hinten noch gucken, was wir hier noch so Schönes haben. Die Tasche finde ich cool. Aber weg damit. Denn wir wollen uns jetzt dem guten Zeug hier drin widmen. Und wie ich sehe, haben wir hier als erstes ein Suicide Squad Poster, wahrscheinlich Property of Joker. Gucken wir mal, was das Schönes ist. Lass uns mal reingucken. Das ist sogar sehr, sehr angenehm gemacht. Ich muss ja gar nichts aufschneiden. Ich kann das direkt so rausholen. Jetzt bin ich mal gespannt, was das wird. Ah, oh, geil, Leute, guckt euch das an, warte. Das kriege ich so gar nicht alles drauf. Das ist ja Hammer. Von dem Teil mache ich euch danach nochmal ein Foto und veröffentliche das auf Facebook und auf meiner Twitter-Seite, damit ihr das auch nochmal seht. Aber das ist ja aber richtig Hammer. Richtig, richtig Hammer von Suicide Squad. Den Film muss ich mir auch unbedingt noch geben. Ah, Leute, wie geil. Fängt ja schon mal gut an. Und da haben wir ein Accessoire von Batman wie Superman. Batman wie Superman, Dawn of Justice and all related characters and elements and DC and Warner Brothers EI. Was da wohl drin ist? Ein Stift? Mit Laserpointer, so wie es aussieht. Ist der hart. Was ist das? Ah, das sind dann die Batterien dafür. Mega geil, guckt euch den mal an. Ah, und so, der geht sogar andersrum auf, als ich jetzt erwartet hätte. Haben wir hier dann. Kann man so rausdrehen und hoffentlich auch wieder rein. So. Achso, der war ja von vornherein auf. Hier kann man dann sogar noch mit dem Smartphone bedienen. Finde ich ja sehr, sehr geile Lösung. Und hier vorne hat man dann auch den Laserpointer. Wenn ihr mal seht, ich zeige euch mal kurz. Ah, und eine Taschenlampe. Alter, ist der Stift geil. Das ist echt mal was richtig, richtig Hartes. Also, Box, vollkommen aus Metall. Sehr geil gemacht, sehr, sehr geil gemacht. Sehr cooles Gimmick, Leute. So, dann gucken wir mal, was wir als nächstes haben. Wir haben ein Zelda-Schweißband.
The Legend of Zelda. Gucken wir mal. Auf den ganzen Spaß. Zack. Kurz aufgeschnitten. Ah, sehr schön. Auch von der Qualität. Ganz okay. Das Einzige, was ich natürlich schon wieder doof finde, ist dieses Teil. Das muss. Ja, ab. So. Aber sehr geiles Material. Ich denke mal, das kommt für denjenigen, der es haben möchte, auf jeden Fall in den Lostopf. Okay. Das finde ich ja schon wieder zum Schreien. Master Sergeant Frank Woods. Die Weinefigur. Und diesmal schon mit einer Knarre. Und gucken wir mal. Guck mal. Diese Figuren gibt es auch noch. Master Sergeant Frank Klutz kennen wir ja. Und Leutnant Simon Ghost Riley. Wer mag ihn nicht, unseren lieben Freund Ghost, der uns schon so lange begleitet hat. Dann gibt es noch Brutus, unseren kleinen Zombie, und Captain John Price, der irgendwie auch in gefühlt jedem Call of Duty Teil vorkommt. Obwohl der ziemlich alt sein muss. Aber egal. So, den packe ich euch mal nicht aus, weil den packen wir auch mit in den Lostopf. Das heißt, diesmal habt ihr ziemlich was zu gewinnen, Leute. Aber guck mal. Oh Gott, nein, 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 knisternde Zuckerwatte mit Kaugummi. Oh. Knisternde Zuckerwatte mit Kaugummi, saurer Apfelgeschmack, Zutaten. Ja, lest ihr euch lieber nicht durch. Ah, Gott, geil. Den muss ich dann mal ausprobieren. Das kann ich nicht, oder? Probier ich den jetzt? Ach, kommt Leute, ich probier den jetzt. Damit wir es hinter uns haben und damit ihr mich leiden hört und seht. Ihr wisst ja, wie das läuft. Und ich weiß, was ihr mögt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, machen wir hier ein bisschen. So, das sollte erstmal reichen. Oh, hör ja. Aber. Schmecken ist was anderes. Gucken wir mal, was heute so noch geht. Wir haben ein T-Shirt. Ein noch nicht mal allzu schlecht aussehendes T-Shirt. Und da ich mal gucken, was steht. Guckt euch das an, guckt euch dieses Design an. Das ist ja mega. Das ist mega geil. Mega geil. Das finde ich ja richtig hart. Also das Thema mit dem Pokémon Go haben sie richtig, richtig gut eingefangen. Auch so als Pokéball mit der Form und Ash, der mit Pikachu rumgeht und darüber ein Habitat, das uns ankreist. Wo eines der meist vorkommenden Pokémon neben Radfratz und Pondio. Naja, egal. Machen wir mal weiter. Denn wir haben hier noch etwas. Das brandneue Marvel-Universum. Wieder eine Gratis-Leseprobe mit Spider-Man, Iron Man, den Avengers und Deadpool. Auch wieder, natürlich, es kommt von Marvel, es muss sehr geil sein. Ich lese mal erstmal den Vordertext. Herzlich willkommen von Christian Anders. In diesem kostenlosen Heft stellen wir unsere vier neuen monatlich in Heftform erscheinenden Marvel-Serien Avengers, Iron Man, Spider-Man und Deadpool mit Leseproben und Infos vor. Im Juli betreten die Titelhelden schließlich ein brandneues Marvel-Universum. Ja, beginnt eine neue Ära für die mächtigsten Helden und krassesten Anti-Helden der Erde. Es gibt ein neues Avengers-Team, Iron Man bekommt eine neue Rüstung, Spider-Man arbeitet mit S.H.I.E.L.D. zusammen und ist Chef eines neuen internationalen Konzerns. Und Deadpool wurde als Superstar gefeiert und hat ein eigenes Team in diesem
und allen anderen Marvel-Serien, von denen ebenfalls viele eine Nummer 1 auf dem Cover haben, starten aufregende Storylines und herausragenden Autoren und Zeichnern. Vielseitige, actionreiche Geschichten, die langjährigen Comic-Fans genauso viel Spaß machen wie Lesern, die erst kürzlich durch die Film-Blockbuster auf der Leinwand oder im Heimkino mit dem Marvel-Virus infiziert wurden. Neue Leser, die sich Marvels Helden und Helden bisher lediglich aus Film und TV kennen, dürfen sich auf noch mehr Überraschungen freuen, etwa auf einen geflügelten Captain America oder eine weibliche Thor. Von medienwirksamen eingeführten Nachwuchshelden wie Spider-Man, Miles Morales oder Mrs. Marvel, Kamala Khan. Ganz zu schweigen, das macht es am Ende doch interessanter, das brandneue Marvel-Universum zu erkunden und erkunden und zu entdecken. Viel Vergnügen mit diesem bunt gemischten Vorgeschmack auf die aktuellen Comic-Abenteuer der Marvel-Ikonen. Oh, das klingt ja richtig geil. Und auch wie ihr seht, die Zeichnungen sind richtig, richtig gut und so wie man es von den, ja, so wie man es halt kennt. Allerdings, ich werde mir jetzt hier nicht großartig was durchlesen. Hier haben wir Wolverine, einen kleinen Comic über ihn, die neue Rüstung von Iron Man und wahrscheinlich eine Art Hologramm von seiner Freundin. Sehr geil. Sehr geil. Deadpool. Ja, nee, ist klar. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Das werde ich mir mal in Ruhe geben. Und ja, wie gesagt, diesmal könnt ihr gewinnen. Master Sergeant. Für mich. Die Legend of Zelda. Beziehungsweise das Legend of Zelda Schweißband. Diesmal wird das aber nicht ein Gewinner bekommen, sondern wieder jeweils zwei. Also jeweils einer. Eins. Schreibt mir einfach in die Kommentare unter diesem Video, warum ihr das haben wollt. Und ja, dann werde ich raussuchen, wer das Ganze dann am Ende bekommt. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich besser machen kann und ja, was man vielleicht noch ändern könnte an dem ganzen Format, dann schreibt mir doch, dann gebt mir Feedback, entweder auf Facebook oder direkt unter den Kommentaren in dem Video. Und ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Loot. Loot Chest oder irgendwas anderes, was sich vielleicht auch später mal ergibt. Aber ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao, euer FuelIP.